Good morning, ladies and gentlemen. Unsere heutige Reise beginnt am leicht verregneten Istanbul International Airport. Und ich sage Teşekkürler, Turkish Airlines, für diese wundervolle Lounge-Erfahrung. Vom Ambiente, der Kulinarik und dem Aktivitätenangebot habe ich bisher keine ansatzweise und annähernd so gute Lounge besucht wie die Turkish Airlines Miles and Smiles Lounge. Oh boy, war das fantastisch. Frisches Pide, Gözleme und sogar ein Holzkohlegrill schmücken die Lounge. Und das Highlight ist natürlich der Golfplatz und dieser Virtual Reality Simulator, was es auch immer ist. Aber es war abgefahren. Das komplette Video zur Lounge findet ihr auf meinem Kanal. Ihr müsst es wirklich gesehen haben. Nachdem ich gute 3 Stunden Aufenthalt komplett aufgesaugt habe, verlasse ich die Lounge mit einem Miles und vor allem ganz viel Smiles. Bis ich mich daran erinnere, wie riesig eigentlich Istanbul Airport ist, gute 30 Minuten Fußweg trennen mich von meinem Gate und der Lounge, da es am Istanbul Airport keine elektrischen Schnellgehwege gibt. Nicht ganz so schlimm, ich wollte sowieso demnächst wieder etwas mit Sport anfangen. So, meine Lieben, unser Aufenthalt in Istanbul neigt sich leider dem Ende zu und wir verlassen jetzt die wunderschöne Stadt, vor allem aber auch die wunderschöne Lounge. Das war richtig ein traumhaftes Ereignis, das mal erleben zu dürfen. Und ich würde sagen, ich nehme euch mit auf ein weiteres Adventure und zwar Business Class Turkish Airlines in der A330-300, glaube ich. Let's go! Wow, Leute, der Weg von der Lounge zum Gate ist schon echt lang. Sehr großer Airport. So ein bisschen Dubai-Feeling hat man hier, wo man noch mit dem Zug irgendwie entlang muss. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier schon gute 10 Minuten entlang gelaufen und bin immer noch nicht am Gate. Ist wirklich am Ende des Flughafens, glaube ich. F18 fliegen wir heute ab. F18, ja, das muss mein Gate sein, denn hier stehen schon alle Passagiere komplett aufgereiht, als würde es nur begrenzte Sitzplätze im Flieger geben und der Letzte, der einsteigt, der würde nur einen Stehplatz erwischen. Bombastic Side-Eye. Nachdem ich mich an den Passagieren der Boardingklasse L wie letzter vorbeigeschlängelt habe, boarden wir heute unser heutiges Baby, und zwar ist es die Tango Kilo 1527, eine erst 5 Jahre alte A330-300 von Istanbul nach Düsseldorf. Mit einer Flugzeit von ca. 3 Stunden. Und da ist sie, meine Freunde, unsere Business-Class-Kabine, die uns heute Richtung Düsseldorf bringt. Naja, sieht jetzt nicht unbedingt sonderlich 5 Jahre jung aus, die Kabine, und vor allem auch die Sitze, aber auch die 222-Konfiguration war jetzt nicht sonderlich glimpflich gewählt für eine Flugreview. Dennoch versuche ich euch meine Impressionen vom Flug zu zeigen, und während ich mir den Sitz anschaue, kommt schon die Stewardess mit ihrem Minz-Limonadengetränk. Yes, of course. What do we have? Lemonade, thank you. Die selbstgemachte Zitronen-Minz-Limonade war auf jeden Fall sehr erfrischend, und kurz daraufhin heißt es anschnallen, Pushback, Taxi und Take-off Richtung Schwarzen Meer. Ich wünsche euch viel Spaß, schnallt euch an.
Nachdem wir die Reiseflughöhe erreicht haben, dachte sich mein Sitznachbar, ich breite mich jetzt einfach mal aus, damit der Krüger gar nicht mehr rauskommt und ziehe auch noch meine Schuhe aus. Wow, was für eine fantastische Idee. Ich muss allerdings sagen, Leg Space sensational auf dieser kleinen Business Class. Man kann sich zwar nicht komplett nach hinten lehnen, aber dafür richtig gut ausstrecken. Hallo. I would like to have a champagne. Der Champagner lässt noch auf sich warten, beziehungsweise der Getränkeservice generell. Dafür gibt es von Turkish Airlines ein heißes Tuch gesponsert. Nichts Wildes, ohne Gerüche, einfach nur ein heißes Tuch. Deswegen schauen wir uns doch mal die Amenities auf diesem Flug an. Und unter meinem Sitz befindet sich ein wundervolles Kopfkissen. Ja, genau, sehr comfy. Und dann haben wir noch eine Safety Card, ein Kotztütchen und ein paar Kopfhörer. Darauf beschränken sich auf jeden Fall die Amenities auf unserem Flug nach Düsseldorf. Was anderes habe ich allerdings auch nicht erwartet auf einem 3-Stunden-Flug. Während wir immer noch auf den Getränkeservice von Turkish Airlines warten, schauen wir uns doch diesen fantastischen Chefsessel an. Hier muss doch wohl Atatürk persönlich noch drin gesessen haben. Ich persönlich feiere jetzt nicht extrem dieses Lack und Leder, aber es ist durchaus berechtigt, dass es einige Liebhaber dieser Kombination gibt. Ausstattung des Sessels ist ja auch sehr urgesteinsmäßig. Der Monitor befindet sich irgendwo links in meiner Armlehne, so dass ich meinen schlafenden Nachbarn wecken muss, um dieses quietschende Gerät rauszuholen. Nun ja, von der Touch-Bedienung her muss ich auch sagen, war das einfach nichts. Das war eher Pain statt Gain bei diesem Touch-Monitor. Jedoch muss ich sagen, Turkish Airlines Props daran, dass die ein wirklich fantastisches Entertainment-System haben, wenn es denn funktionieren würde. Es sind sehr, sehr viele tolle neue Filme an Bord, auch Live-TV. Es lief gerade Fußball Champions League, glaube ich jedenfalls gesehen zu haben. Und ich habe mich dazu entschieden, Jeff Bezos zu schauen. Ich finde immer so ein bisschen Motivation auf dem Flieger. Schade nicht. War auch eigentlich ein ganz guter Dokumentarfilm und daraufhin kam auch endlich der erste Getränkeservice nach rund einer Stunde, genau mit dem Catering. So, I go for the sesame, please. Yes, thank you so much. Zur Vorspeise habe ich die Prawns serviert bekommen, die regelrecht in Soße untergegangen sind. Also ich weiß nicht, was sich Turkish Airlines dabei gedacht hatte. In der Lounge haben sie es definitiv ein bisschen besser hinbekommen. Nichtsdestotrotz, die Prawns waren ziemlich lecker. Allerdings weiß ich nicht, was es damit auf sich hatte. Spinat mit Erdbeeren? Naja, war jetzt auf jeden Fall nicht mein absolutes Highlight hier auf dem Flug. Und von den drei angebotenen Gerichten gab es leider auch nur noch das Hähnchen und die vegetarische Variante Gnocchi. Die Passagiere im vorderen Teil waren etwas glücklicher mit der Auswahl. Das Hähnchen war wirklich köstlich und hatte einen starken Holzkohlegrillgeschmack. Da kommt auf jeden Fall das Gefühl von türkischem Grill auf. Fast so, als wäre man auf der Straße Istanbuls unterwegs gewesen. Sehr, sehr lecker. Aber jetzt ist auch Zeit, einmal kurz den Spinat mit Erdbeeren wieder mit Champagner runterzuspülen. Wirklich großzügig ist das Angebot von Turkish Airlines. Sie ermöglichen ihren Status-Membern und Business-Class-Passagieren 1 GB Datenvolumen komplett kostenfrei zu nutzen. Da dachte ich, hole ich mal meinen Laptop raus und arbeite ein bisschen von meinem Laptop aus. Naja, die Verbindung hat nicht so wunderbar geklappt und als ich gemerkt habe, hui, mein Laptop, der braucht noch ein bisschen einen kleinen Charge-Up, habe ich versucht, ihn über die sitzeigene Steckdose zu laden und was soll ich sagen, die hat auch nicht funktioniert. Also mehr Schein als Sein, zumindest auf diesem Flug. Manchmal ist es auch einfach schön, nach draußen zu schauen über das verschneite Rumänien und mich hat ein wundervoller, voller Mond begrüßt, der in vollster Pracht gestrahlt hat. Und ich würde sagen, wir nehmen uns das kurz zum Anlass, um die Baderäumlichkeiten aufzusuchen. Und da sind wir in Le Toilette.
Bisschen beengend, also groß ist das Angebot jetzt hier nicht. Allerdings haben wir hier echt nette Amenities versteckt. Eine kleine Handlotion, extra Seife und nochmal einen Duftbäumchen oder ein Dufterfrischer. Roch sehr gut. Ansonsten ist es relativ simpel gehalten. Ich fand den Spiegel eigentlich ganz nett mit diesen Retro-Lichtern. Und was ich richtig gut fand, ist, dass man warmes und kaltes Wasser auswählen konnte. Und testen wir auch nochmal das Eau de Toilette, um sich etwas aufzufrischen. Der Duft relativ zitronig und sportlich. Man kann es auf jeden Fall nutzen, sehr unisex und reicht auf jeden Fall, um sich ein bisschen vor Landung zu erfrischen. Apropos Erfrischung, hat da einer was gesagt? Über 30 Grad haben wir Raumlufttemperatur im Flieger. Absolut nicht meine Temperatur, wobei man dazu sagen muss, dass die Türken es extrem warm lieben. Egal, ob du es in Taxi einsteigst oder im Restaurant sitzt oder einfach nur im Flieger, es ist immer über 30 Grad. Ja, nicht meine Temperatur und leider konnte man auch nicht über die separaten Airvents seine eigene Temperatur einstellen, deswegen definitiv ein Bummer, vor allem wenn der Service so lange auf sich warten lässt. Ich bin fast verdurstet und ich übertreibe hier wirklich nicht. Die Temperatur an Bord hat mich komplett ausgenockt, deswegen habe ich mir gesagt, ich stelle jetzt nochmal kurz meinen Sitz um, einmal in die horizontale. 4 Möglichkeiten habt ihr dazu und dann habe ich noch ein kleines Nickerchen gemacht, bis wir zur Landung angetreten sind und das war auch nicht mehr so lange. Deswegen geht es jetzt runter wieder Richtung Düsseldorf und gleich sage ich euch, was ich für diesen Flug bezahlt habe und ob es sich für mich gelohnt hat. So Friends, wir sind zurück. Herzlich willkommen auch in meinem neuen Office, wo ich euch demnächst auf jeden Fall noch ein paar schöne Videos präsentieren werde, beziehungsweise ein paar Voiceovers drehen werde. Kommen wir mal zu der Frage, was habe ich bezahlt für unseren Flug mit Turkish Airlines Business Class von Istanbul nach Düsseldorf? Habe ich 360 Euro ausgegeben. Ich muss sagen, das ist schon ein fairer Preis. Ich würde den Flug jetzt niemals mit Meilen bezahlen. Dafür hat es sich einfach schlichtweg nicht gelohnt. 3 Stunden Flugzeit und naja, man hat jetzt nicht so diesen Business-Class-Charakter wirklich verspüren können. Man muss auch dazu sagen, Turkish Airlines variiert wirklich stark von Flugzeug zu Flugzeug. Da gibt es wirklich den Dreamliner, der eine fantastische Sitzkonfiguration hat, aber auch fantastischen Service. Selber bin ich hier noch nicht geflogen, aber ich habe schon mehrere Reviews dazu gesehen. Deswegen kann man jetzt die Turkish Airlines Business Class nicht auf meinen Flug beschränken. Wahrscheinlich haben sie für Istanbul-Düsseldorf gleich mal den billigsten konfigurierten Flieger rausgegeben. Vom Service hätte ich mir trotzdem mehr erwartet. Gerade beim Catering hat ja Turkish Airlines vom Hub aus selber gestartet und da habe ich mir schon irgendwie ein bisschen was Besseres gewünscht. Wir sind schon mal mit Turkish Airlines Richtung Malediven geflogen. Da hatten wir fantastische Köfte, die wirklich sehr, sehr lecker geschmeckt haben. Und hier war ich doch ein bisschen enttäuscht. Also hätte ich den Flug nochmal so gebucht für 360 Euro? Ich denke ja, allein schon aufgrund des Komforts für die 3 Stunden. Economy hätte auch gereicht. Allerdings muss ich sagen, war die Lounge Experience das, warum ich sagen würde, okay, es lohnt sich auf jeden Fall einen Anschlussflug nach Deutschland mit Umstieg in Istanbul, wenn man zumindest 2 bis 3 Stunden Aufenthalt hat, auf Business Class abzugraden, allein damit man den Loungezugang hat. Und ja, damit verabschiede ich mich und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Episode. Da sehen wir uns nämlich aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein. Tschaußen.